Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 auf der wunderschönen Map Hof Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Vielen Dank für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare. Ich habe übrigens das Problem gelöst in der letzten Folge. Und zwar, was Folgendes passiert. Und zwar hatte ich übergeladen hier in den Überladewagen und der hat sich irgendwie zugeklappt. So, da muss ich natürlich erstmal, wie ihr schon richtig geschrieben habt in den Kommentaren, vielen Dank dafür, natürlich erstmal hier alles wieder rausholen, den ganzen Spaß hier aufklappen. Keine Ahnung, hatte ich bisher auch noch nicht gehabt. Ja, Problem ist gelöst, ne? Das heißt, am besten nicht speichern. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an der Mod liegt, wie auch immer. Aber es funktioniert jetzt auf jeden Fall. Ist mir gar nicht so in den Sinn gekommen. Wir schauen mal eben kurz. Ich habe zwischen den Folgen ein bisschen weiter gemacht. Ihr seht, ich habe noch einen schmalen Streifen, den wir jetzt noch ernten müssen. Ansonsten haben wir insgesamt jetzt hier schon ja, knapp 500.000 Liter. Geerntet von dem ganzen Spaß und ich habe ein bisschen was hier in mein Lager gepackt, also sprich hier beim Hof, also hier haben wir auch noch Kartoffellager und was ich auch gemacht habe ist, ich habe hier bei meinem jeweiligen Baugrundstück, wo ich mir so ein kleines, aber feines, die Chipsproduktion gemacht habe, die habe ich quasi voll gemacht. Da müssen jetzt, glaube ich, 84.000 Liter an Kartoffeln drin sein. Gucken gerade mal kurz. So roundabout. Genau, 84.000 Liter. Den Rest habe ich, wie gesagt, ins Lager gepackt. Und wir haben noch ein bisschen was übrig. Und das werden wir jetzt, ich gucke mal gerade kurz. Na, wir haben jetzt hier ein bisschen was drin. Da haben wir noch mal hier ja, 28.000 Liter. Da geht noch ein bisschen was rein. Und auch im anderen, das werden wir zur Schweineproduktion nutzen. Also zur Schweinefutterproduktion hier bei uns. Denn ich habe auch noch bei mir Getreideschrot. Ich glaube, beim Hauptlager eingelagert. Lass uns mal kurz gucken. Am Haupthof. Wo habe ich denn Getreideschrot, Leute? Bin ich wahrscheinlich schon wieder drüber gegangen, ne? Wir gucken mal. Getreideschrot. Taucht das überhaupt hier auf? Ich finde das jetzt gerade wieder nicht, ne? Ne, da zeigt es ja nicht an. Aber hier müsste es auf jeden Fall angezeigt werden. Ich glaube, knapp 55.000 Liter. Vielleicht habe ich es auch gerade einfach wieder übersehen. Und damit können wir dann, haben wir es, 55.000 Liter haben wir uns im Lager. Und das können wir ja dementsprechend dann nutzen, um grundsätzlich Schweinefutter in XXL ja, so ein bisschen herzustellen. Ich habe auch überlegt, dass wir hier Sonnenblumen draufballern, weil aus Sonnenblumen können wir auch Öl machen, neben Raps. Hatte ich ja schon mal in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert. Und am gestrigen Tage wurde, glaube ich, gegen 3 Uhr nachts die neue asiatische Map released, beziehungsweise angekündigt mit einem schönen Video. Das heißt, jetzt haben wir auch da die ersten Bilder mit schönen Tuk-Tuks und diversen anderen Geräten. Das heißt, wir haben alle drei Maps. Ich glaube, wie ist die Map gleich? Huntai, Pantai oder irgendwie sowas? Auf jeden Fall ostasiatisch angehaucht mit Ideen. Wir haben bergische Landschaften, schöne Tempel. Sieht ein bisschen aus so wie bei, wie heißt denn das? So ein bisschen wie bei Cyberpunk, ne? So ein bisschen alles so ein bisschen mit Neonleuchten. Ne? Dafür sind ja einige Städte so ein bisschen bekannt. Es gibt auch Tuk-Tuks, ne? Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann laufen wird. Und es ist nicht mehr so lange bis zum Release vom LS 25. 12. November erscheint das Ganze. Falls ihr es noch nicht vorbestellt habt, Links sind alle in der Videobeschreibung. Nutzt gerne den Partnercode HOMA. Vielen Dank für alle, die es noch nutzen und für die Leute, die es noch nutzen werden. Ne? Danke dafür, Leute. Für den klasse Support. So, ansonsten machen wir jetzt hier das Feld soweit fertig, fahren das Ganze dann ab. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier erstmal, glaube ich, kalken, das Feld. Und müssen das, glaube ich, sogar aufbereiten. Müssen wir mal ein bisschen gucken. So, wir drehen jetzt hier nochmal. Und dann holen wir jetzt noch die letzten Meter hier raus, ne, von den Kartoffeln. Das sind auch nochmal ein paar Liter. Das sind, glaube ich, noch 2 Bahnen insgesamt, die wir jetzt hier noch haben. Und dann können wir unser Feld dann quasi auch abschließen, ne? So, einmal rauf, einmal runter, dann haben wir noch ein bisschen was zum Überladen, da ist noch ein bisschen Platz drin und die restlichen Kartoffeln, die kippen wir bei unserer Schweinezucht ab und werden wir dann daraus Schweinefutter herstellen, ne? Für die Zuchtanlage, die wir ja haben bei uns und wenn wir mit dem Feld fertig sind, schauen wir mal, was wir machen. Ich habe auch ein bisschen noch weitergemacht mit den Weinreben zwischen den Folgen, das heißt, da sind wir auch schon fast durch.
Und ansonsten müssen wir einfach mal gucken. Der Raps ist auch bald fertig, sodass unsere Chipsfabrik jetzt auch bald ja, quasi anlaufen kann. Ne? Boah, ich glaube, wir kriegen den nochmal ganz voll hier, ne? Schauen wir mal. Dann müssen wir die Geräte noch sauber machen. Ich habe ja mit dem Anhänger bin ich ja nicht losgefahren. Ich bin ja direkt mit dem Gerät zum Feld gefahren. Aber alles in allem geht es jetzt hier auf jeden Fall auch weiter. Wir hatten, glaube ich, gestern mal einen Tag Pause gehabt. Dann nehme ich da meistens die Folgen immer auf. Und auch das Sim Around Germany Projekt geht weiter am morgigen Tag. Ne? Da geht es dann auch wieder mit einer neuen Folge weiter. Wir sind ja angekommen in Hamburg. Und bin ich mal gespannt, ne? Wo wir weiter hinfahren. Oder ob wir erstmal in Hamburg verbleiben werden. Falls ihr das Projekt nicht kennt, schaut gerne mal rein. Ist auf jeden Fall ja, ein guter Mix aus diversen Simulationen. Und ich denke, das ist auch mal ein bisschen was anderes. Bald gibt es auch ein City-Bus-Manager-Projekt. Ne? City-Bus-Manager-Projekt Festische. Das habe ich noch mal ein bisschen aufbereitet. Ich habe es jetzt seit, glaube ich, war knapp über 40 Stunden gespielt. Das wird es dann hier noch mal ein bisschen aufbereitet geben. Vielleicht in einem Video oder in mehreren Videos. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und ansonsten, ja, werden wir uns auch noch ein paar neue Games bald anschauen. Es kommt ja, wie gesagt, der neue LS25 kommt. Es gibt Planet Coaster 2 wird rauskommen. Dann Heavy Cargo kommt raus. Ne, das werden wir auf jeden Fall uns auch anschauen. Und diverse andere Simulationen. Flight Simulator habt ihr auch gesehen. Gab es ja letztmalig jetzt hier auch auf dem Kanal zwei Folgen. Einmal das Abheben am Münchner Flughafen und einmal das Ankommen am Hamburger Flughafen. Ich denke, da werden wir vielleicht zeitnah dann auch nochmal so ein paar Folgen machen. Schauen wir einfach mal. So, der ist jetzt erstmal soweit voll. Das heißt, wir können jetzt hier einmal zurückfahren. Und können jetzt auch hier, glaube ich, erstmal abladen. Sehr schön. Schon mal ausklappen hier den Spaß. Da passt, glaube ich, noch ein bisschen was rein. Gucken wir mal. Sehr schön. Gut. Mal gucken, ob der noch komplett hier reinpasst. Ach, guck mal, der hat dich noch leer gemacht. Sehr gut. So, sind wir drüber. Ich glaube, wir können ein Stückchen weiter rechts rum. Und da können wir jetzt hier manuell abladen. Und die letzten Meter machen wir da jetzt auch noch fertig. Ah, ein bisschen runter, aber. Ich guck mal kurz, ob ich den hier ein bisschen runterkriege. Jetzt will er gar nicht mehr runter. Okay, auch schön. Das lädt ja schon wieder nicht ab. Boah, ich krieg echt die Krise hier, ne? Aber wir sind doch genau drüber. Und wieso kann ich jetzt hier das Teil wieder nicht einstellen? Ist doch ausgeklappt, oder? Wir klappen nochmal neu aus. Da steht nur noch Rohr ausfahren. Okay. So, warte. Fahren wir es nochmal komplett aus. Jetzt geht mit Überladen starten, geht's los. Oder eben halt auch nicht. Oder wir sind halt wieder zu weit weg. Boah, das ist echt schwierig, ne? Gerade war... Ach, da war jetzt gerade Überladen starten. Aber das wäre ja ins Leere gegangen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja schon den Spaß hier so weit reinpacken, ne? Wieso kann ich es denn jetzt schon wieder nicht steuern? Ach Mensch, Leute. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ne? Packst du dich manchmal am Kopf, ne? Warum kann ich jetzt schon nicht das Ding hier wechseln? Ich verstehe schon wieder nicht. Gucke ich mal, ob ich mit dem anderen überladen kann. Oder war der voll? Oh, das ist echt belastend, ne? Voll, ich kann die Höhe jetzt wieder nicht einstellen, weil die Achse wieder nicht zur Verfügung steht hier von dem zum Ausladen. Wisst ihr, wie ich meine? So. Können wir hier noch was abladen? Da natürlich auch wieder nicht. So, warte mal. Und ich will ja auch nicht daneben abladen, sondern ich will ja schon hier... Diesmal ist alles aufgeklappt, ne? Also, ich verstehe es wieder nicht. Es ist eingeschaltet. Wir können eigentlich überladen. Die Kamera funktioniert ja auch. Beziehungsweise die Kamera zeigt an, dass das Ding nicht drüber ist. Aber es ist doch drüber. Oder müssen wir dann noch näher ran? Aber gut. Geht's jetzt? Überladen ist zumindest eingeschaltet. Ich verstehe es wieder nicht. Es ist wieder ein Graus, ne? So, guck mal, wir können Schneidwerk senken. Wir können das Fahrzeug auswählen. Jetzt habe ich es auch ausgewählt.
Aber er lädt jetzt schon wieder nicht ab, ne? Keine Ahnung, warum. Ich kann das Teil jetzt auch wieder nicht klappen. Ist nicht möglich, ist klar, weil das Teil voll ist. Ach, es ist ja echt... Weiß ich nicht. Ich kann hier das Ding wieder nicht ändern, ne? Also die Abladekrümmung, ne? Die ja dementsprechend der falsche ist. Guck mal, jetzt steht überladen, klar, weil ich kann normalerweise auch überladen, um den ganzen Spaß nebenbei abzuladen. Aber warum kann ich jetzt die Höhe von dem Gerät wieder nicht einstellen? Also das verstehe ich wieder nicht. Die Abladehöhe, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? Ach, ey. Das ist echt ein dummes Ding, ne? So, Überladekamera haben wir aktiv. Das heißt, wenn wir jetzt hier drüber fahren, müsste er eigentlich hier abladen können, ne? Aber er macht nichts. Er zeigt da auch wieder nicht an. Oh, ist das letzte Mal, dass ich dieses scheiß Gerät hier nutze, Alter. Das ist so behindert, ne? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Erntemaschine brauche ich nicht einschalten, weil die ist voll. Wir haben 28.000 Liter drin. Jetzt geht's. Lull. Hä? Das ging gerade nicht. Wieso kann er jetzt nicht abladen? Jetzt geht's. Lol. So ein Schwachsinn wieder. Mann. Jetzt werden wieder einige neue Neumerkluge wieder reinschreiben in die Kommentare. Ja, das musst du alles aufklappen. Nein, man muss hier nichts aufklappen. Es ist halt einfach komisch. Ich glaube, ich werde das manuelle Überladen mal rausnehmen. Da habe ich das Problem nicht mehr. Weil ich glaube, das sorgt für Fehler. Mit dem manuellen Überladen. Dann mache ich lieber das automatische. Und da läuft das dann besser. So, jetzt geht das hier auch. So, hat geklappt. Wo war jetzt das Problem? Keine Ahnung. Weiß das Programm wahrscheinlich selber nicht. Was ein Tinnef, Leute. So, jetzt können wir den auch zusammenklappen. Und sind dann hier soweit mit dem Gerät erstmal fertig. Schön. Aber ihr seht, ne? So, manche Geschichten bringen halt einfach Probleme mit rein. Und gerade bei Scriptmods ist das manchmal so, da kommt dann die Mod nicht mit klar. Whatever, ne? Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal hier ein. Und fahren den Kram mal kurz rüber. Dann können wir nämlich den Spaß schon mal umladen. Guck mal, jetzt geht's nämlich. Dann laden wir das mal über. Ich hoffe, da passt noch was rein. Wobei, ich glaube, der war voll, ne? Der war voll gewesen. Da können wir gar nicht großartig überladen. Dann stelle ich ihn einfach mal hier am Rand ab. Oder ich fahre direkt... Ach komm, wisst ihr was? Ich fahre direkt mit dem Ding hier rüber. Zu der Schweinezucht. Das ist manchmal echt komisch mit gewissen Skripten. Dann funktionieren sie wieder, dann gehen sie wieder nicht. Das ist echt schwierig, ne? Machst du einen Spielstand, ladest du wieder, dann funktioniert diesmal nicht, dann funktioniert das mal wieder nicht. Schwierig irgendwo. Gut, so, jetzt müssen wir einmal zur Schweinezucht. Ne? Die ist ja hier vorne um die Ecke. Und da fahren wir jetzt erstmal hin. Und gucken uns das an. Und da bin ich sehr unzufrieden, ne? Mit gewissen Sachen, ey. Das regt mich einfach auf, wenn das nicht so funktioniert, wie ich dann will. Ich denke aber, das kann jeder nachvollziehen. Aber ich habe es gerade die ganze Zeit gemacht. Mit der linken Maustaste gedrückt. Es ging halt nicht, ne? Und auch mit dem Stick ging es halt nicht. Ich glaube, ich werde das manuelle Überladen einfach mal rausschmeißen. Dann haben wir den Spaß nicht mehr, ne? Dann ist das Problem nicht. Dann passé. Das hatte ich jetzt schon häufiger gehabt bei den gewissen Kombinationen, mit gewissen Gerätschaften. Deswegen lassen wir die lieber weg. Und dann passt das dann besser, ne? So, fahren wir zur Schweinezucht, dann laden wir das da erstmal ab. Und dann mit dem anderen Fahrzeug auch noch. Wir haben da gar kein Kartoffellager. Das heißt, ich werde das gleich lose abladen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Dass man das dort manuell abladen kann. Und dann können wir es da reinpacken, können dann nochmal irgendwann Getreideschrot rüberfahren. Und können da ein richtig schönes Schweinefutter produzieren. Ja, ansonsten, die anderen Felder sind alle mittlerweile relativ fortgeschritten im Wachstum. So, guck mal, da sind wir bei der Schweinezucht gleich angekommen. Das passt dann schon mal.
wohl. Aber bisher ja nur die linke. Die Zucht Nummer 1 gefüllt. Da sind die Schweine. Und dann lade ich das erstmal hier so ein bisschen an der Seite gleich ab. Jetzt ist einfach mal hier abladen. Wir müssen es ja sowieso wieder reinfahren, deswegen ist es egal. Oder wir lassen den jetzt mal so stehen. Genau, den lassen wir erstmal so stehen. Und dann nehmen wir erstmal den nächsten und kippen das da an der Seite ab. Dann laden wir damit nämlich nochmal über. Und ich sehe gerade, wir können auch hier rumfahren. Ne? Das machen wir jetzt mal. So. Einmal alles ready machen. Dann fahren wir hier hinten mal rum. Sehr gut. So, der ist auch voll. 22.500 Liter. Abladen. Müssen wir auch mal gucken. Jetzt muss gleich links oder rechts abladen. Und dann fahren wir hinten einfach mal vorbei bei den Hopfenfeldern. Weil es ja immer noch das pure Gold ist hier auf der Hofbergmann. So, hier über die schöne Brücke. Dann einfach hier links rum. Und da kommen wir dann auch zu unserem Ziel. Ne? So, die Hopfenplantage. Die wächst und gedeiht auf jeden Fall auch. Zack, hier an den Kirschplantagen vorbei. Da haben wir jetzt noch jede Menge, also knapp 40.000 Liter an Kartoffeln, die wir für die Produktion nutzen können. Das ist auch schon jede Menge. Und mit dem Dingen können wir dann ohne weiteres auf jeden Fall dann auch soweit alles fertig machen. So, mal hier rum. Über die Hauptstraße. Geht ein bisschen schneller. Und da können wir in der nächsten Folge ein bisschen Kalk ausbringen auf den Feldern. Ich muss gerade mal gucken zum Ende der Folge, dass wir dann nochmal schauen, ob wir das Feld pflügen müssen. Weil eigentlich ja, weil es ist ja eine dementsprechende eine Erdfrucht mit dabei gewesen. Ja, müssen wir das natürlich auch noch vorher machen. Und dann würde ich mir noch eine Drille, glaube ich, kaufen, weil vom Geld her reicht das, so eine schöne Einzelkorn-Drille. Wir haben zwar die kleine Lemken Solitär, finde ich zwar auch ganz gut, aber für so ein großes Feld ist es dann halt besser, glaube ich, ein etwas größeres Gerät zu haben. Und auch für die Zukunft sind wir da ein bisschen besser aufgestellt, gerade wenn wir noch ein bisschen häufiger mal Sonnenblumen oder auch wieder Mais anbauen wollen, ist das dann schon mal einen Tacken besser, ne? Mal gucken, wo er gleich abgibt. Sind wir auch angekommen. So, fahren wir mal hier ran. Dann will ich sie erstmal an der Seite abkippen. Sofern das möglich ist. Ich guck mal gerade, zu welcher Richtung er jetzt abgibt. Ja, das ist richtig. Da wollte ich auch hinkippen. Weil hier gibt es nämlich kein Lager, wie gesagt. Und muss man es dann einfach hier reinkippen. Das ist auch gar kein Problem. Wir fahren mal einen Schritt vor, dann geht dann auch den restlichen Kram ab. Sehr gut. Jetzt können wir noch einmal wenden. Ich hoffe, ich komme hier rum. Ja, das passt. Jetzt lade ich noch die Sachen hier aus dem ULW rüber. So. Kommen wir da runter? Das sieht gut aus. So. Die können wir dann jetzt auch noch überladen. Und dann haben wir erstmal gute fast 50.000 Liter an Kartoffeln. Ja, super. Das ist auch mal so ein Ding, ne? Gerade wenn die Fahrzeuge gut nebeneinander stehen. So, der lädt jetzt über hier. Das passt. Wird nicht alles reinpassen. Ja, aber so haben wir dann schon mal jede Menge Dinge soweit vorbereitet. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es dann für heute erstmal gewesen sein mit einer weiteren Folge zu Hof Bergmann. Und sorry für meinen Rage vorhin, aber es regt mich einfach auf, wenn das nicht funktioniert. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten, Leute. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sag einfach mal bis dahin.
Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.